Vorsprung. Also tatsächlich der erste Test in der Halle im Dreisprung für Katja Demuth. Mela Zertgas Chemnitz. Tja, und das ist Kristin Gierisch. Und die macht uns jetzt, glaube ich, die macht uns richtig Freude. Die deutsche Meisterin jetzt mit dem fünften Versuch. Die deutsche Meisterin greift nochmal an, greift ja fast ein bisschen zu den Sternen. Ah, das Brett trifft sie nicht und trotzdem ist er weit. Und trotzdem ist er gut, der Sprung. Das ist schade, denn da war so viel mehr drin für Kristin Gierisch. Mehr als die 14,24. Wenn sie nicht so viel verschenkt hätte. Jetzt bin ich mal gespannt, was das noch gibt. Obwohl der Balken ja ewig weit weg war. Zumindest nur die Fußspitze. 14,30 Meter für Kristin Gierisch. Das ist persönliche Bestleistung. Und das ist schon eine kleine Sensation. Ein super, super Sprung von Kristin Gierisch. Und ich sage das nochmal, liebe Leute. Wenn wir den Absprung von ihr nochmal sehen, passen Sie mal auf. Das sind 10 cm, 15 cm locker, die da noch drin gewesen wären. Dann sind wir schon bei 14,50 Meter. Und da wären wir langsam konkurrenzfähig. Richtig gut, Kristin Gierisch. Der Dreisprung ist aus dem Tal der Tränen längst heraus. Da scheint die Sonne, und zwar ganz intensiv. Super Wettkampf. Das darf und soll nicht untergehen, muss man ganz klar festhalten. Ja, was will man ihr jetzt noch erzählen? Was soll sie denn noch besser machen? War doch schon alles optimal, denke ich mal. Großartig. Dient unter Leistung aus dem vergangenen Jahr und 6 cm verbessert hat. Und damit, liebe Zuschauer, auch klar, ist sie durchaus eine Hoffnung auch für die Europameisterschaften in Prag. Das hört sich dann, wenn man Dreisprung der Damen nennt, immer etwas seltsam an. Aber, liebe Leute, das ist so. Es sind, Konewa ist vorne, dann Buin und dann kommt schon Kristin Gierisch. Drittbeste Weite in dieser Saison. Wobei man ja außer Acht lassen muss, dass Ekaterina Konewa zweimal weiter als 14,30 Meter sprang. Und die Rumänin, na, das ist sogar die zweitbeste Leistung in Europa. Kristin Gierisch, vielleicht setzt sie noch einen drauf. Das Brett ist auch woanders, aber die 14 Meter sind überhaupt keine Diskussion mehr. Ich meine, jetzt glaube ich fast, ist sie vor dem Brett abgesprungen und wird eine Weite haben von 14,15 Meter oder 14,10 Meter. Also das ist ja ein Riesending, ein Riesenpotenzial. Klar, jetzt werden Hoffnungen geschürt, das muss sie sich gefallen lassen, aber ich glaube, das ist ja lieber als andersrum. Ja, das ganze Brett fast verschenkt und die Weite würde ich trotzdem noch sehen wollen. Sehen Sie, 14,10 Meter und ein Wettkampf wie aus einem Guss von Kristin Gierisch. Und jetzt gibt es nur noch eine Chance für Olga Saladucha zu kontern. Und wenn uns beiden, liebe Zuschauer, irgendjemand erzählt hätte, dass heute Kristin Gierisch Olga Saladucha schlägt. Liebe Zuschauer, mit 14,30 Meter ist Kristin Gierisch jetzt die zweitbeste Dreispringerin der Welt. Hört sich schon irgendwie toll an, ne? Das hat Charme. Das hat was. Das hat was, finde ich auch. Wobei, die Europameisterschaften sind noch hin. Frau Saladucha wird auch noch die eine oder andere Trainingseinheit einwerfen. Schon klar, aber trotzdem, das ist doch ein Bild, das ich sehen lassen kann.